Das Buch Lob der Brandstifterin ist durch eine Auseinandersetzung mit dem Thema und dem Themenkomplex entstanden. Was passiert, wenn eine Ordnung verschwindet und eine neue hervortritt? Was ist in dieser Phase des Übergangs zu bemerken? Was passiert auf einer größeren Ebene, aber auch auf einer individuellen Ebene? Ich wollte das anhand einer Beziehung oder einer nicht mehr vorhandenen Beziehung beschreiben und wie fügt sich ein Spannungsverhältnis zwei sehr unterschiedlicher Figuren ein in einen größeren Katastrophenzustand. Auf den Punkt gebracht müsste man vielleicht Lob der Brandstifterin beschreiben als: Stell dir vor, es ist Krieg und alle gehen hin. Was die Figur der Brandstifterin betrifft, ist sie eine sehr schwer greifbare, gefährliche, aber auch spannende Figur. Eine Figur, die für so eine Form von personifiziertem, verdichtetem Ausnahmezustand, um diesen strapazierten Begriff zu verwenden, auch steht. Eine Figur, die schwer einzuschätzen ist, die nicht zuletzt deshalb auch besonders interessant und reizvoll ist, weil sie mir etwas gibt, was neu an ihr zu entdecken ist, weil sie mir etwas gibt, was sich uns entzieht. Ich sehe Literatur eingebunden in ein Geflecht der Künste. Ich denke, dass Literatur für sich stehen kann, aber gerade im Dialog und im Austausch mit anderen Künsten mehr hergibt oder ein größeres Bild sichtbar wird. Für mich ist das ganz eindeutig der Bereich Film, der Bereich Comic und der Bereich bildender Kunst, der mich da besonders anspricht. Die Frage des Politischen, glaube ich, ist in den letzten Jahren immer stärker und wichtiger für mich geworden. Ich denke, die Warren Ellis hat das mal sehr schön beschrieben, dass die Lehre der 30er Jahre doch nicht sein dürfte, es ein verdammtes Rückgrat, die Toilette runterzuspülen. Das halte ich für eine sehr derbe, aber auch eine sehr richtige Aussage. Da möchte ich vielleicht ein bisschen mit ansetzen. Ich glaube nicht, dass die Kunst sich jetzt einfach nur in den Dienst einer politischen Sache stellen sollte. Da gibt es doch irgendwie etwas mehr. Da gibt es ein ästhetisches Surplus, an das ich schon glaube. Die Auseinandersetzung mit dem Politischen halte ich für eine dringende Notwendigkeit, eine, die immer wichtiger geworden ist, auch für meine eigene Arbeit. Mein Schreiben ist eigentlich ein permanentes Lesen und Notieren, ein Recherchieren vielleicht auch nach Dingen, von denen ich gar nicht gewusst habe, dass ich sie suche. Manchmal suche ich natürlich ganz bewusst Dinge, schlage Dinge nach, lasse mich da vielleicht auch leiten von Referenzen. Und oft ist es aber das Buch, das neben dem Buch steht, das ich ursprünglich gesucht habe, das dann das Wichtigere für mich wird. Mein Schreiben ist ein permanentes Lesen, sich auseinandersetzen, sich interessieren, neugierig bleiben und immer notieren. Das ist etwas, das mir auch mitunter schon Kritik eingetragen hat, wenn ich bei einem New Order Konzert dann plötzlich ein Notizbuch zücke. Das hat für Gelächter und für Missstimmung gesorgt, aber man kann dann später trotzdem weiter tanzen.